So, wir haben noch viele, viele Gifte. Oh. Ein Zaubertrank der Krankheitsheilung. Das ist auch nicht schlecht. Aha, Fortify Marksman, das ist auch nochmal schön. 17% mehr Schaden. Das ist, wenn, vielleicht, wenn wir den ersten Angriff machen und hoffentlich dann auch einen Schleichangriff durchführen, dann wäre das natürlich schon ziemlich gut. Ja, die Ausdauer-Potions, die brauchen wir gleich noch. Und ja, auch die ganzen Gifte werden wir noch einsetzen. Bei diesen Banditen hier vorne. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Season Unending. Die letzte Folge fand ja nun doch ein sehr plötzliches Ende, weil Skyrim abgestürzt ist. Und ich habe jetzt hier das, was wir noch seit dem letzten Speichern ja, gemacht haben. Das war hier bis zum Ilinaltasee. Habe ich noch so gut es geht, ja, erneut so durchgespielt. Das war auch ein bisschen schwierig, weil dann sind Wölfe angetanzt und haben einen angegriffen hier. Also ein Zeug halt, weil das alles zufällig generiert wird. Aber ich habe es geschafft. Nach einigen Versuchen. Und jetzt sind wir endlich hier und wir werden uns mal hier eine hoffentlich gute Position suchen, um diese Banditen hier zu erledigen. Vielleicht hier oben. Wir sollten am besten vielleicht den Anführer erstmal erwischen. Der ist nämlich immer am stärksten. Das hatten wir ja auch schon so bei den Waldhammer Türmen. Der Anführer. Da vorne ist er. Direkt vor uns. Mit seiner mächtigen Rüstung. So, und dann nehmen wir erstmal den. Den nehmen wir noch nicht, aber wir können schon mal. Moment. Oh, nicht, dass wir den Dolch vergiften. Nicht den Dolch vergiften. Genau, das Gift hier. Das ist deutlich stärker als die anderen Gifte. Das nehmen wir erstmal. Und dann müssen wir nochmal warten. Die wissen natürlich jetzt nicht, was wir wollen, ne? Aber gesehen haben sie uns. Das ist ein bisschen blöd. Na, hier kommt ein vergifteter Pfeil für euch. Over here. Okay, jetzt müssen wir uns hier beeilen. Den Anführer müssen wir jetzt erstmal hier erledigen. Vielleicht sollten wir schon einmal hiervon eine nehmen. Ja. Oh, der hat uns erwischt. Er hat uns jetzt erwischt. Ah. Nehmen wir mal. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Ah, nein. I love a challenge. Ja, jetzt müsst ihr hier anders herumlaufen. Ah, und wir haben keine. Verdammt! Wir haben auch keine Ausdauer mehr. Ah. Aber ich glaube, das hier stellt die Ausdauer her.
Also stellt Ausdauer wieder her. Na ja. Dann nehmen wir das mal. Dass wir hier wenigstens ein paar Punkte bekommen. Gut. Oh, da hat uns aber richtig getroffen. Na warte. Oh, 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 oh. Ah, die können immer ausweichen. Verdammt. Verdammt. Aber er hat keine Pfeile mehr, das ist gut. Aber wir haben auch keine Ausdauer mehr. Jedenfalls nicht mehr so viel. Aber ja, wenn die sich jetzt alle wieder nach da hinten verpieseln würden, dann könnten wir die nochmal richtig gut angreifen. Dann könnten wir nämlich nochmal eine Stunde warten. Unsere Ausdauer wiederherstellen. Wir haben ja noch genug Heiltränke. No? Und dann könnten wir sie noch einmal angreifen. Ich denke, so machen wir das. Müssen wir uns hier nur einmal verstecken. Come on, show yourself. Guess it's all clear now. Ja, genau. So, und wenn sie sich dann nämlich hier alle wieder zurückziehen zu ihrem Lager, die haben jetzt gedacht, sie hätten mich vertrieben. Das ist gut. Jetzt müssen wir hier nur noch einen Ort finden, wo wir uns kurz einmal hinsetzen können. Oh. Die sind immer noch da oben. Machen wir das mal hier. Und ich glaube, jetzt sind sie hier vorne wieder. An ihrem Lager. Da werden wir mal nachsehen. Oh, das ist nicht gerade gut. Ah, können wir vielleicht irgendwie einen Schleichpunkt oder so vergeben? Mal nachsehen. Nee. Nee, das können wir leider nicht. Aber ein fürs Bogenschießen. Das machen wir doch mal. Picked a bad time to get lost, friend. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Ha, den Anführer haben wir erwischt. Schnell weg hier, schnell weg hier.
Wir haben keine Ausdauer mehr, das ist nicht gut. Na, erwischen wir den Typen hier? Ja, na also. Und du bist auch dran. Nein, er ist ausgewichen. So, dann werden wir mal einen Heiltrank trinken. Na warte, dich kriege ich. Ja, das wird jetzt auch aufhören. Hey. So. Jetzt haben wir hier nur noch einen. Der hat einen mächtigen Schlag. Aber wir haben noch ein mächtiges Gift. Mal gucken. Haben wir ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Na komm schon. Wir haben keine Pfeile mehr. Der erwischt uns noch, der erwischt uns noch. Haben wir nicht irgendwas noch? Nee. Ah, der hat noch Pfeile. Oh, okay. Gut, looten wir den schon mal komplett. Wir haben ja jetzt gerade die Zeit dafür. So. Gut, wir haben ihn. Oh, wir haben ihn. Meine Fresse, das war aber ein Kampf jetzt. Da wären wir fast draufgegangen. Oh, unsere Hand flackert so komisch. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Hier war doch noch irgendwo dieser eine andere. So. Der war doch hier hinten. Er muss hier irgendwo liegen. Dieser Banditenanführer, wo ist er? Ah, das wäre weitaus einfacher, wenn es nicht so dunkel wäre. Da ist er doch. Nein, wir wollen nicht seine Schuhe.
aber sehr viel hatte er auch nicht. Schade, schade. Ja, komm schon, du kleine... kleines Geldsäckel hier. So, mal gucken. Wir haben hier noch einen Fisch. Wow. Hoppala. Ein Lockpick und ein paar Septime. Sehr schön. Gut, haben wir Hunger oder Durst oder so? Bestimmt, ne? Ja. So, und diese eine Flasche, die legen wir doch hier mal bei einem dieser Banditen ab. So. Die brauchen wir ja nicht. Schön. So, dann setzen wir uns hier mal ein bisschen hin. So. Und dann würde ich mal sagen, verteilen wir ein paar von unseren Punkten, die wir jetzt verdient haben. So. Leichte Rüstung. Naja, also wir würden jetzt am schnellsten aufleveln, wenn wir so einen hier nehmen, irgendwie. Einen, der natürlich schon 20% runter hat. Aber brauchen wir das? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach einmal so einen hier. Eine leichte Rüstung und einen Bogenschießen. Damit hätten wir schon mal was. Ja, unser Level hier unten, das sieht alles ganz gut aus. So, und ohne Ausdauer werden wir jetzt... Jorn ist hier schon völlig erschöpft. Werden wir jetzt, nach Riverwood gehen. So machen wir das. Und in Riverwood, da holen wir uns erstmal ein Bett. Und da mieten wir uns jetzt einmal für die Nacht ein Zimmer... Schlafen uns aus. Und dann werden wir mal nachsehen, was denn der kommende Tag noch so bringen mag. Ah, es ist ja jetzt mittlerweile schon Abend. 7.02 Uhr haben wir es. Was mag denn da noch so auf uns zukommen? Ach ja, eine Sache wollte ich nochmal erzählen, und zwar hatte ich, offscreen hatte ich noch einmal eine kleine Mod ausprobiert. Eigentlich nur eine grafische Mod, aber die hat wohl anscheinend noch irgendwie was am Spielinhalt geschraubt. Und zwar hatte das was mit diesen Regenerationsheiltränken zu tun.
die wir hier ja auch gemoddet haben, dass wir die ohne Gesundheitsregeneration benutzen können. Diese Potions, die uns einen Punkt pro Sekunde gewähren. Im Original waren das diese 50% schnellere Regeneration. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Fehler vorliegt. Ich habe die Mod wieder rausgenommen, weil ich sie halt nur ausprobieren wollte und die hat was gemacht, was ich nicht wollte. Ich habe sie wieder rausgenommen, aber das Spiel sagt mir trotzdem irgendwie, dass der Inhalt anders ist. Ich weiß nicht, was die gemacht hat. Ich habe auch keine Mods irgendwie noch herausgelöscht oder so. Es ist alles noch wie beim Alten, aber trotzdem sagt mir der Safe irgendwie, ich hätte da irgendwas gemacht. Keine Ahnung, was da los ist. Und ich weiß auch nicht, ob das mit den Potions funktioniert und... Naja, wir werden mal sehen. Eigentlich ist die Mod noch drin und ich habe sie dreimal neu raufgespielt. Diese eine Mod. Mit den Potions. Naja. Nee, Orgna war das jetzt gar nicht mit den Betten. Das war Delphine. You're that visitor been poking around. So. Sure thing. It's yours for a day. Genau, genau. Schade, dass es nicht das Zimmer hier ist. Ein so schönes Bett. Nee, nee. Gäste müssen hier einfach nur auf irgendwelchen Felddingern schlafen. Sind einfach nur ein paar Holzbretter. Ein bisschen Heu drinne. Und darüber ein Fell. Mehr ist es nicht. So, dann schlafen wir mal 11 Stunden. Das sollte genug sein. Oh. So, da war doch irgendwas hier. Genau. Hier steht nämlich was. Okay, also heute ist einfach nur ein Tag, an dem der Psychic-Orden irgendwie einen Ritus praktiziert. Moavit. Okay. Da weiß man aber auch nichts Genaues drüber. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Drink for the thirsty, food for the hungry. Tja, was nehmen wir denn? Wir werden auf jeden Fall ein paar Äpfel nehmen. Und dann... So. Ich denke, so ist das ganz gut. All right, then. Mal gucken. So. So ist doch eigentlich ganz gut. Na, dann gehen wir mal wieder raus und es ist bewölkt.
So, füllen wir einmal die Flasche wieder auf. Und hoppala. Hoppala, das wollte ich nicht. Wir wollen uns nicht hinsetzen. Wir wollen einmal das hier sehen. 630 Punkte haben wir. Mhm. 540 Septime haben wir noch. Und ich glaube, die Milch müssen wir auch langsam mal trinken. Nicht, dass sie schlecht wird. Naja, wir könnten noch mal ein paar Pfeile kaufen. Aber ich glaube, Alvor ist noch nicht draußen. Nee, der Schmied ist noch nicht da. Aber hier im Flusswald Handelskontor, die... Da sind richtige Frühaufsteher hier. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Take a look. Naja gut, nehmen wir mal ein paar von den Pfeilen hier. 10 Stück. Sollte eigentlich genug sein. I better get back to cleaning the store. What a mess. Soll er mal weiter sauber machen. Good job. Good job. Vielleicht finden wir hier etwas, gegen das wir kämpfen können. Zum Beispiel einen Wolf. Oder nochmal ein paar Banditen. Das wäre noch was. Ja, das... Vor allem, wenn wir es überleben, wäre das nochmal was richtig Schönes. Aber wir nehmen besser nochmal einen Heiltrank, von denen wir auch irgendwie nicht mehr so viele haben. Das ist blöd. Naja. Oh. Time to end this little game. Das ist nicht gut. Da sind aber richtige Banditen jetzt. Solche Banditen wollten wir gar nicht. Wir wollten doch ein paar einfache kleine Banditen, aber doch nicht hier solche.
Ich hab's noch gerade gesehen. Naja. Okay, also wir sollten vorsichtig sein, was wir uns wünschen. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir... Wenn wir uns wünschen, dass wir einfach nur friedlich den Weg entlang laufen können. Ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Vielleicht sollten wir das machen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Moment mal, wir hatten doch... Ja, hier. Ja. Ausdauerwiederherstellung, wir können doch eigentlich laufen. Ja. Und ein bisschen Sprinten ist auch noch mit drinne. So, ganz vorsichtig. Wer weiß, was da auf uns lauert. Nichts. Okay. Nicht einmal Wölfe. Okay. Ja. Wo gehen wir jetzt lang? Letztes Mal sind wir doch hier lang gegangen. Dann gehen wir dieses Mal wohl hier lang. Hm? Mal gucken, was da auf uns lauert. Wir brauchen ja irgendwie ein bisschen Erfahrungspunkte. Die müssen wir uns irgendwie holen.
Oh, seht ihr das? Die Sonne geht auf. Langsam. Schön. Was ist denn da vorne? Leave me alone. I don't have time for this foolishness. Now come along quietly and we won't have to get rough. Brother, I think she's telling the truth. I'm not going anywhere. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Ach so, okay. Wir haben nur diesen Apfel. Irgendwie ist ja nicht so viel. Mal gucken, vielleicht, wenn wir den nächsten Level abbekommen, wo könnten wir das denn mal hinsetzen? Vielleicht, nee, da haben wir schon. Da haben wir auch schon. Dann müssten wir das eigentlich hier hinsetzen. Es sei denn, wir behalten das erstmal. Das können wir auch machen. Oh, ein Rudel Wölfe. Hey. Na also. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut.
Nein, jetzt sind wir gestorben. Nee. Och, das kann doch wohl nicht wahr sein. Naja. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Gut. Vielleicht sollten wir uns auch nicht so weit hinauswagen. Naja, und wir hätten uns auch ruhig ein paar Potions mitnehmen können. Schauen wir mal nach, was Lucan denn noch so zu verkaufen hat. Ich denke mal, das ist die bessere Möglichkeit. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Die bessere Entscheidung, meine ich. Some may call this junk. Me, I call them treasures. So, mal gucken. Ja, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Oh, er hat ein... Ja. Gut. Gut. Dann, Thieves. As if things weren't bad enough. Dann gehen wir mal los. Und vielleicht können wir ja hier noch was machen. Obwohl. Was kann man hier denn noch machen? Hier können wir eigentlich nur ein bisschen Holz hacken, aber. Das sagt uns ja auch nicht so wirklich zu. Moment. Vielleicht. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier hin. So. Mal gucken, was wäre denn der... Oh. Die sind alle schon so hoch hier. 1376 irgendwie. Magie haben wir uns ja jetzt nicht so speziell konzentriert. Das wollen wir alles nicht. Beziehungsweise, das dauert alles zu lange. Ich hätte sonst noch gedacht, dass wir ein paar Stämme hier zersägen. Das bringt ja auch noch ein bisschen Punkte, aber nee. Nee. Sonst... Aber Lucan hat doch immer gesagt, so von wegen, hier, da sind doch diese Diebe und so, die ihn bestohlen haben. Na? Vielleicht könnten wir uns um die kümmern. Dann hätten wir was zu tun und das wird ja dann wohl hier auch in der Nähe sein. Hoffe ich zumindest. My sister Camilla or I will be happy to help you. We did have a bit of a break-in, but we still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Ja, also diese Szene werden jetzt viele kennen. Wir könnten diese Klaue doch zurückholen, ne? You could? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. Now, if you're going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northwest of town. Yes. So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. By the eight, fine. But only to the edge of town.
Soll sie nicht irgendwas machen? This way. We have to go through town and across the bridge to get to Bleak Falls Barrow. You can see it from here, though. The mountain just over the buildings. Those thieves must be mad hiding out there. Those old crypts are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what else. Ach, dieser eine Fehler ist also immer noch drinne. Ja, gut, dann müssen wir wohl erstmal ein Stück vorgehen hier. Ist ja nicht so schlimm. Laufen wir einmal hin, lösen den Trigger hier aus. I wonder why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. He never quite explained where he got it. He's a tricky one. Also ja, hier haben sie wirklich diese Script-Trigger falsch platziert, dass sie hier losgeht. Warum das jetzt nicht im in diesem einen Patch jetzt drinne ist, in diesem unofficial? The path up the mountain to the northwest leads to Bleak Falls Barrow. I guess I should get back to my brother. Mm-hmm. He'll throw a fit if I take too long. Such a child. Ja. Also ich frage mich, warum sie das nicht im unofficial Skyrim Patch jetzt drin gehabt haben. Diesen Script Trigger, diese Position davon, die hätte man ja umplatzieren können eigentlich. Ach naja, egal. Dann geh mal wieder zurück, Camilla. So. Wir sollen also nach Bleak Falls Barrow und diese Klaue zurückholen, die anscheinend wertvoll genug ist, dass wir die zurückholen sollen. Dass wir da ganz alleine reingehen sollen. Naja. Und die soll anscheinend so wertvoll sein, dass die Diebe nur das mitgenommen haben. Also die ganzen Rüstungen, die ganzen Waffen, die ganzen Lebensmittel, die Lucan verkauft, das müssen ja Peanuts gewesen sein im Vergleich zu dieser Klaue. Dann müssen wir ja hier hoch, ne? Sind hier noch irgendwelche Banditen oder so? Nee? Hatten wir jetzt genug Kleidung hier? Es ist nämlich schon ganz schön frisch, aber nee. Wir haben alles an. Wir haben alles gut. Gut. Und von hier oben hören wir immer noch Alvor da unten am Schmiedehammer. An der Schmiede sitzen, meine ich. Mit seinem Schmiedehammer. Am Amboss. Da vorne sind Banditen. Na, die erwischen wir doch. Was zum... Den haben wir erwischt.
Und sie ist an ihrer Verletzung zugrunde gegangen. So muss das sein. So. Den einmal ein bisschen looten. Und so. Haben die hier vielleicht noch was drin? Die haben hier auf jeden Fall ein bisschen Geld. Hier ist ein kleines Säckelchen. Mit 21 Münzen drinne. Gut, setzen wir uns hier einmal kurz hin. Wir müssen ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und ja, die Luft ist ziemlich kalt hier. Wir fangen schon an zu frieren. Wir hätten vielleicht einen Mantel kaufen sollen. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen. Und da ist natürlich auch ein Bandit. Einmal ein Gift drauf und dann wird das schon schief gehen. So. Do your worst. Ja, das versuchen wir gerade. Oh, der kann aber ordentlich zuschlagen. Hopp. Hopp. Wir müssen ihn irgendwie abhängen. Damit wir hier aus der Distanz angreifen können. Das ist nicht gut, das ist nicht gut jetzt. Wo will der sich denn verstecken? Ah, wir haben keine Ausdauer mehr. Wir haben keine Ausdauer mehr. Und wir wären fast gestorben. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Jetzt komm schon raus aus deinem Versteck. Ja, was? Oha. Den haben wir jetzt auch. Endlich. Meine Güte. Aber da haben wir wenigstens ein paar Punkte verdient noch. Wie kalt ist uns denn? Oha, oha. Dann sollten wir vielleicht einmal die Fackel in die Hand nehmen. Die schützt uns ein kleines bisschen vor der Kälte.
Was haben die denn hier? Ein paar Lebensmittelvorräte in Fässern? Und hier oben ist eine Kiste. Na also. Die lassen wir aber mal hier. Die sind ein bisschen... Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Aber die können wir noch verkaufen hier. Und eigentlich könnten wir die tragen. Nee, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit und verkaufen die. So machen wir das. So, einmal schnell runter. Uns ist verdammt kalt hier. Uns ist schon so kalt, dass wir nicht mal mehr richtig rennen können. Ah, hier wird es wieder ein bisschen wärmer. Hier brauchen wir dann auch nicht mehr unsere Fackel. So, dann müssen wir hier nochmal eine kleine Pause machen. Wir sollen also, wie auch in unserer vorherigen Series, ins Bleak Falls Barrow. Aber dieses Mal wird es wohl noch ein Stück schwieriger. Wegen den ganzen anderen Mods, die wir noch drin haben. Es wird also wieder spannend, es wird wieder sehr viel gekämpft, es wird actionreich und verdammt nochmal taktisch. Wir werden bis an den Rand der Verzweiflung hier wahrscheinlich noch getrieben werden, wenn wir da reingehen. Da müssen wir uns also nochmal ein bisschen vorbereiten. Ordentlich viele Potions und Pfeile kaufen und vielleicht brauchen wir auch noch das ein oder andere Level up. No. Auf jeden Fall sollen wir da reingehen. Wir nehmen jetzt noch einmal ein bisschen diese Skills. Diese Skillpunkte hier, die wir bekommen haben. Erfahrungspunkte meine ich. Und zwar nehmen wir die auf einhändig. Und Hot ist auch schon da. Das ist schön. Wie viele... 500 Goldstücke haben wir jetzt. Mhm. Gut, dann setzen wir uns hier jetzt nochmal irgendwo hin. Ich würde mal sagen, hier vorne. Und dann, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn wir Season Unending spielen. Unserem Skyrim Roleplay. Und ich sage Tschüss und bis dann.